Hallo, ich grüße dich. Wer entscheidet über dein Leben? Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so scheinen mag, kein anderer, so unangemessen er sich auch verhalten mag, bestimmt, ob wir uns ärgern oder aggressiv reagieren. Keine Gegebenheiten, egal wie unangenehm oder schmerzhaft sie sein mögen, zwingen uns, auf Dauer in Selbstmitleid zu versinken oder uns wehleidig zurückzuziehen. Ich bin Monika Kuhn und begrüße dich herzlich auf meinem Kanal Resilienz wirkt Wunder. In diesem Video geht es darum, wie du der Opferrolle entgehst, indem du Verantwortung für dein eigenes Denken, Fühlen und Handeln übernimmst. Denn was auch immer uns an Widrigkeiten begegnet, wir haben die Wahl, wie wir darauf reagieren. Diese Wahl zu treffen bedeutet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Diese Wahl zu treffen schenkt mir die Freiheit zu gestalten. Meine Reaktionen, mein Umfeld, meine Beziehungen, mein Leben. Diese Wahl zu treffen führt heraus aus der Opferrolle. Verantwortung hast du für das, worauf du Einfluss hast. Je größer dein Einfluss, desto größer ist dieser Spielraum und desto größer ist auch deine Selbstverantwortung. Für Gegebenheiten, die du nicht ändern kannst, bist du auch nicht verantwortlich. Wohl aber bist du verantwortlich für deine Art, damit umzugehen. Du kannst über das Regenwetter schimpfen oder dichte Gummistiefel anziehen. Oder um mit Karl Valentin zu sprechen, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Du kannst deinen Kollegen bei jeder Gelegenheit vorjammern, wie inkompetent die neue Abteilungsleiterin ist. Du kannst aber auch ihre Entscheidungen mit Respekt tragen und im Rahmen deiner Möglichkeiten das Beste daraus machen. Du kannst damit hadern, dass deine Eltern keine Lust haben, das Wochenende mit den Enkeln zu verbringen. Du kannst aber auch dich nach anderen Möglichkeiten umsehen, wenn du Betreuung für die Kinder brauchst. Du hast immer die Wahl, wie du reagierst. Besonders unter Druck und Stress, und das ist für viele ein Dauerzustand, neigen wir jedoch dazu, Vorwürfe zu machen und Schuld zuzuweisen. Wir fixieren uns auf das, was andere in unseren Augen falsch machen. Und warten darauf, dass sich von anderer Seite etwas tut, das unsere Lage zum Guten wendet. Wir geben anderen sogar die Schuld an unserem eigenen Denken, Tun, Fühlen, Handeln. Diese Haltung führt auf direktem Weg in die Opferfalle. Opfer fühlen sich machtlos ausgeliefert und sie nähren beharrlich die Vorstellung, dass sie selbst nichts an ihrer Lage ändern können. Nun kommt es im Lauf des Lebens hin und wieder vor, dass wir vorübergehend in die Opferrolle geraten. Ereignisse, auf die wir keinen Einfluss haben, stellen unsere Pläne oder unser Leben auf den Kopf. Wir müssen ideelle oder materielle Verluste verkraften. Oder wir geraten an Wendepunkte, an denen wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Das passiert auch resilienten Menschen. Doch sie nehmen nach angemessener Zeit das Heft wieder in die Hand und besinnen sich auf ihre eigene Wirkkraft. Wie machen sie das? Sie stellen zuerst nüchtern die Realitäten fest. Und dann machen sie sich bewusst, was sie beeinflussen können. Und im Dritten übernehmen sie wieder Verantwortung für ihr eigenes Tun und Lassen. Ja, wir sind nicht nur selbst verantwortlich für das, was wir tun, sondern genauso für das, was wir lassen. Manchmal bedeutet Selbstverantwortung übernehmen auch, mit etwas aufzuhören. Beispielsweise, wenn du immer die Erwartungen anderer erfüllen willst, auch wenn du damit an die Grenzen deiner Belastbarkeit kommst oder sie sogar überschreitest. Selbstverantwortung übernehmen bedeutet nämlich, die eigenen Werte zu achten und zu leben. Damit sicherst und erhöhst du im wahrsten Sinne des Wortes dein Selbstwertgefühl. Mit einem starken Selbstwertgefühl bist du kongruent und im Frieden mit dir und dann gerätst du nicht so leicht in die Opferfalle.
Schuldvorwürfe und Schuldgefühle dagegen ändern nichts. Ein häufiges Missverständnis von Selbstverantwortung besteht darin zu glauben, jeder sei selbst schuld an dem, was ihm widerfährt. Oder Menschen quälen sich mit Schuldgefühlen, etwas versäumt zu haben oder etwas nicht auf die Reihe zu kriegen. Wenn die Dinge aus dem Ruder zu laufen scheinen, ist es verführerisch, Schuldige zu benennen, statt nach Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen. Doch Schuldzuweisungen führen nicht zum Verändern von unannehmbaren Situationen oder Verhaltensweisen. Schuldzuweisungen führen zu Rechtfertigung. Schuldzuweisungen lähmen und untergraben das Selbstwertgefühl. Wenn du aufhörst, dich schuldig zu fühlen oder anderen Schuld zu geben und stattdessen Verantwortung übernimmst für dein Tun und Lassen und für die Auswirkungen, dann kannst du aktiv andere Möglichkeiten ergreifen. Nun ist es nicht immer leicht, konsequent umzusetzen, was man als richtig erkannt hat. Dieser Prozess verläuft nicht geradlinig. Es gibt immer wieder auch Durststrecken zu meistern, Umwege zuzulassen, Rückschritte auszuhalten. Wer sich das nicht verzeihen kann, behindert und blockiert sich selbst darin, immer wieder neu anzufangen. Sei also nachsichtig mit dir, wenn du wieder einmal in alte Reaktionsmuster und Verhaltensweisen zurückgefallen bist. Es ist schwer zu sagen, wie viele Anläufe man durchschnittlich braucht, um neue Gewohnheiten zu automatisieren. Doch es sind einige. Nur äußerst selten gelingt es, ein eingefahrenes Muster von heute auf morgen über Bord zu werfen. Und Gewohnheiten bilden wir nicht nur im Handeln. Auch was unsere Gedanken und Gefühle angeht, haben wir eingefahrene Muster ausgebildet. Doch solange du einen neuen Weg vor Augen hast, kannst du die Weichen entsprechend stellen und wieder von vorne losgehen. So kannst du gewohnte Muster überwinden und bist raus aus der Opferrolle. Egal, was dir passiert ist oder was aktuell passiert. Du entscheidest dich für Selbstbestimmung und Freiheit. Auf diesem Kanal hier freue ich mich über ein Like, übers Abonnieren, aber vor allem auch über eine Rückmeldung oder einen Kommentar von dir. Und wenn dich meine Videos ansprechen, dann freue ich mich, wenn wir uns in Zukunft hier vielleicht öfter begegnen. Bis dahin danke ich dir fürs Zuschauen und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Hab es gut!